Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Stellaris. Die Föderation hat nun einige Krisen überstanden. Sie ist zwar noch nicht ganz über dem Berg, aber ja, es entwickelt sich langsam gut und unser Forschungsschiff, die Yorktown, hat hier ein relativ interessantes System entdeckt mit zwei bewohnbaren Planeten. Sie sind nicht besonders groß, aber wer sind wir denn, dass wir hier große Forderungen stellen? Weswegen wir jetzt endlich mal damit anfangen sollten, Energiecredits anzuhäufen. Damit wir, damit wir bald wieder kolonisieren können. Das wird nämlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ich hoffe mal, dass uns unsere Nachbarn diesen wunderbaren Planeten nicht vor der Nase wegschnappen. Die Yorktown fliegt natürlich jetzt hierhin und erkundet mir diesen Planeten hier. Das System natürlich. Und ich wäre dazu geneigt, ein weiteres Forschungsschiff zu bauen und hier nach unten zu entsenden, um diese Systeme zu erkunden. Aber bis wir so weit sind, kann ja noch einiges an Zeit ins Land ziehen. Juhu, unsere Schiffe sind upgegradet und wir sind wieder im Minus. Sehr gut. So muss das sein. Moment mal kurz, haben wir überall Sonnenkollektoren auf unseren Raumhäfen? Hier noch nicht. Gut, das machen wir dann sofort. Das sollte uns dann wieder ein bisschen Zeit verschaffen. Vorausgesetzt, wir überleben die paar Monate, die die Montage dauert. Und natürlich müssten wir noch weiterhin gucken, wo wir was ausbauen können. Weitere Stationen können wir uns aktuell nicht erlauben. Vassalisierung verlangen, was? What? Die Spuxulak Imperium? Die Vereinte Föderation der Planeten sind zu schwach, um allein in dieser feindseligen Galaxie zu überleben. Unterwerft euch und werdet unsere Vasallen. Oder bereitet euch auf den Krieg vor. Kontakte. Wo sind die Spukulaks? Hier. Die sind überwältigend. Alles klar. Ob wir uns jetzt vassalisieren lassen sollen? Ich weiß ja nicht. Wir brauchen definitiv mehr Zeit. Und gucken nochmal, ob wir irgendwo einige unserer Gebäude ausbauen können. Vorzugsweise Gerätschaften, die Energiecredits produzieren. Nun ja. Klar, wir machen ein paar Gebäude, die nicht in Betrieb sind, was das Ganze ein bisschen hinauszögert. Wir können uns nicht einmal das Entfernen von Blockern leisten. Ist ein Traum. Nun gut, aber hier bekommen wir gleich wieder einen Plus von 2. Na komm, lass die Zeit weiterlaufen. Wenn wir untergehen, dann bitte mit Stil. Forschung ist durch, sehr gut. Verbesserte Deflektoren. Dann können wir an Barrierepunktverteidigung arbeiten oder Disruptoren. Neues Modul, Observatorium. Es würde definitiv unsere Sensorenreichweite erhöhen. Ja komm, machen wir. Und die Forschung beschleunigt es auch noch ein bisschen. Es wäre schön, wenn wir hier mit unseren Nachbarn irgendwie ein Verteidigungsbündnis bekommen würden. Bis jetzt garantieren wir nur ihre... Ja, ich weiß. Bis jetzt garantieren wir ja nur ihre Unabhängigkeit, aber sie nicht die unsere. So ein Defensivabkommen wäre nicht verkehrt. Warum? Wegen der Akzeptanz. Das werden sie definitiv nicht annehmen. Wie können wir unser Vertrauen verbessern? Indem wir ihnen vielleicht ein Handelsabkommen anbieten? Weißt du was? Wir geben euch das und ihr gebt uns das. Wir geben euch
20. Ne, 20 ist ein bisschen viel, ne? Wobei, ich kann ja meine Minen noch ausbauen. Das wird sich noch einen fairen Deal an, oder? Für 20 Jahre ist ein bisschen lang, oder? Ja, gut. Bestätigen wir es einfach mal. Dadurch bekommen wir ein bisschen Energie, mit der wir gut arbeiten können. Und dann können wir unsere ganzen Minen ausbauen. Juhu, das ist sehr schön. 20 Jahre lang können wir jetzt auf unsere Nachbarn hier zählen. Aus diesem Grund werden wir direkt damit anfangen, unsere Minen auszubauen. Genau. Eins nach dem anderen. Bitte nicht alle Crits auf einmal ausgeben. Den Blocker können wir aktuell noch nicht entfernen. Hier können wir noch nichts ausbauen. Gut. Dann lassen wir es mal weiterlaufen. Also an diesem System wäre ich definitiv interessiert. System Survey complete. Neo. Moment, sind das jetzt alles dieselben oder andere? Nun gut. Sollen die es halt selber irgendwie ablehnen? Wir machen da erstmal nichts in die Richtung. Die Yorktown erkundet dann weiterhin hier in der Gegend. Die sind genau da oben. Vielleicht wird es aber auch an der Zeit, unsere Flotte nochmal ein bisschen zu vergrößern. Geh mal auf die Erde, in den Raumhafen. Kreuzer. Was kosten die an Unterhalt? 2,12. Die 1,3. Ich glaube, wenn wir ein paar Kreuzer bauen, das sollten wir vielleicht mal ein Schiffsdesign anlegen. Gut. Dich löschen wir erstmal. Ja. Gut, habe ich aus Versehen irgendwas anderes gelöscht oder... Naja, egal. Auf jeden Fall brauchen wir einen neuen Kreuzer. Das wird dann die Galaxy-Klasse. Was nehmen wir denn für eine Sektion? Schutzbrecher, Schichtbrecher, Kettenbrecher. Interessant. Spektralrumpf, Bestraferrumpf, Ernterrumpf, Zornrumpf. Da muss man wirklich mal gucken, was hier das Interessanteste von dem ganzen Zeug ist. Ein Wächterbollwerk. Waffenlos. Ist uninteressant. Nee, Moment. Das sind Waffenslots, nicht waffenlos. Das sind ja alles relativ kleine Rümpfe. Nehmen wir erstmal dich. Wobei. Achso, dich kann ich so zusammenbasteln. Verstehe. Da wird ja einem alles klar. Moment. Also hier nehme ich erstmal. Ja, zwei. Drei mittlere vielleicht. Und da vorne zwei, genau sowas hier. Gut, dann müssen wir alles nur noch ausrüsten. Erstmal die Bewaffnung klären. Punktverteidigung. Gut.
hier erstmal blaue Laser. Vielleicht mal ein Medium-Masse-Beschleuniger, mehr blaue Laser. So, dann brauchen wir... Hier ist ja bereits alles neu. Defensiv. Naja, Triebwerke sind aktuell... Aktuell das ganz beste Zeugs. Verbesserte Deflektoren. Erstmal schauen, wie viel Strom wir herbekommen. Gut, Moment. So. Große Schilde. Nochmal große Schilde. Eine gute Panzerung. Eieiei. Dann würde ich mal sagen, geht die Galaxy-Klasse schon mal in Auftrag. Haben wir die jetzt eingespeichert? Jo. Was kostet mich jetzt der Spaß? Dich auch gleich überprüfen können. Bauen. Ist 633. Und der Unterhalt bezieht sich auf 3,16. Gut. Ich würde mal sagen, wir sparen mal auf einen Kreuzer der Galaxy-Klasse. Dann geht's rund. Vielleicht sollten wir nebenbei noch... ich weiß nicht. Construction complete. Incoming transmission. Ja, wie oft denn noch? Sobald wir unsere Galaxy-Klasse haben, dann... Keucht ihr vor uns davon? Wie schaut es denn hier in dem System aus? Oh, guck mal, Nahrung wird hier ein bisschen knapp. Incoming transmission. Genau. Wurde automatisch abgelehnt. Aber wie penetrant die hier sind, ne? Das ist ja auch ekelhaft. Und geh mal auf die Erde. Was fehlt mir denn noch? Raumhafen Stufe 5. Achso, den können wir uns auch bald leisten. Einer unserer Wissenschaftler hat jetzt Stufe 5 erreicht. Kriegserklärung. Das ist eine Kriegserklärung. Euer Reich wird der schicksalhaften Bestimmung des Spuxulak-Imperiums nicht im Wege stehen. Kriegsforderungen. Vasalisieren. Demütigen wollen die uns. Ein Planeten abtreten. Kann ich das da alles irgendwie raushauen oder so? Das finde ich jetzt nicht so nett von denen. Aber gut. Kriegsforderungen. Genau, die zu vasalisieren werden wir nicht schaffen. Die Grausamkeit stoppen. Planeten befreien. Haben wir hier irgendwie einen billigen Planeten? ...22 Kriegspunkte. Befreien wir einfach mal ein paar Planeten. Warum denn nicht, ne? Kriegspunkte kosten. Nun gut, wir ab sofort befinden wir uns wieder im Krieg. Der grelle Wahnsinn. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Moment, erstmal zur Erde. Raumhafen weiter ausbauen. Damit wir eine Galaxy-Klasse bauen können. Genau. Jetzt brauchen wir an sich nur noch Zeit für ein paar Monate. Nun gut. Wie sieht es denn eigentlich auf der Erde aus? Wir haben jetzt keine Defensivstation. Oha. Im Arrakis-Sektor sind die angekommen. 5700.
Wo fliegen die hin? Die möchte ich mir mal genauer angucken. Ach ja, ein Glück, die haben ja bereits Kreuzer. Ja gut, ein Kreuzer zu bauen wird wohl nicht reichen. Das sind keine schwachen Kreuzer, wenn ich das mal so erwähnen darf. Oh nein. Die wollen erstmal das System hier platt machen. Dagegen können wir leider nichts machen. Noch nicht. Station under attack. Oh nein. Das wird wirklich problematisch hier. Yay, bei uns gibt es eine Wahl. Sehr gut. Ja, da können wir leider momentan nichts für. Wie lange wird hier unsere Station gegenhalten können? Nicht besonders lang. Sie wird nicht mal ein Schiff platt machen können. Eieieiei. Wenn die jetzt die Room Prime bombardieren? Nee, die gehen wieder auf Warp. Und nee, doch. Wo fliegen die hin? Nach Alpha Centauri. Ach herrje, die Galaxy-Klasse kam viel zu spät. Vielleicht hätte ich mich doch einfach unterwerfen sollen. Raumhafen ist fertig. Jetzt fehlen mir nur noch knapp 400 Mineralien. Na großartig. Neuer Herrschermandat. Kate Lawrence wurde zum Premierminister der Vereinten Föderation der Planeten gewählt. Alles klar. Was haben wir denn für ein neues Mandat? Bergbaumandat. Nun gut. Alpha Centauri wird da nicht lange standhalten. Moment, was sind das da eigentlich für... Oh, das sind Jäger, wie es aussieht. Moment, kann ich die Galaxy-Klasse nochmal kurz überarbeiten? Weil Strom haben wir eine ganze Menge. Nein, hier kommt kein Strom rein. Ich dachte, hier wären irgendwo die Jägerbuchten oder so. Habe ich die bereits schon? Nein. Das dauert noch ganze 12 Monate, bis wir selbst Jäger haben. Wir wären Wissenschaftler oder sowas. Eieieiei. Ich glaube, diesmal kommen wir nicht so glimpflich davon. Ja, die Flottenkampfstatistik wird hier jetzt sehr interessant sein. Und die gehen wieder auf Warp. Wo springen sie diesmal hin? Zur Erde. Nun gut. Oh, die springen direkt ins die Umlaufbahn. Da haben wir keine Chance. Unsere Flotte wurde zerstört, noch bevor wir mit der Wimper zucken konnten. Ja, yep, Anführer verstorben. Vielleicht sollten wir uns einfach mal unterwerfen oder sowas. Ah, wisst ihr, was das kostet, so eine Level 5 Station? Wo sind die jetzt angekommen? Ach nö. Schiffe nachzuproduzieren wird ja ganz schön teuer, ne? Naja gut, bauen wir unsere... Ja, hier kann ich keinen Raumhafen mehr bauen, weil da immer noch einer ist, oder wie? Nee, weil ich mir nicht leisten kann. So schaut's aus. Eieieiei. Wir werden aber ein sehr schlechter Vasall sein, wenn die uns hier alles wegnehmen. Wir hätten uns doch vassalisieren lassen sollen. Aber weiß man sowas vorher? Eigentlich schon, wenn da steht, dass die Gnadenlos überlegen sind.
Anführer verstorben. Moment, wo ist die feindliche Flotte? Ist da sonst noch jemand den Krieg beigetreten? Haben die Spukulaks vielleicht Krieg mit euch hier? Nein. Mit wem haben die denn sonst Krieg? Spukulaks? Nur mit uns. Oberherr von Vexklangarn Council. Rivalen sind die von uns. Ja, klar. Na komm. Erklären wir einfach mal die Rivalität. Warum denn nicht? Nicht Angriffsversprechen, Einladung. Von Oberhakulimat. Ah, das betrifft nicht uns. Wo ist die feindliche Flotte hin? Sind die zurück zum Reparieren oder? Die führen ja anscheinend mit niemand anderem Krieg. Yep, wir haben hier eine neue Zivilisation getroffen. Ich spreche für das Galactic Warrior Republic. Wir sind eine demokratische Nation, die es sich auf die Fahne geschrieben hat, die individuellen Freiheiten unserer Bürger in einer Galaxie voller fremder Schrecken aufrechtzuerhalten. Unser erwählter Anführer, Präsident Etok, warnt euch vor der Interaktion mit unseren Bürgern oder der Annäherung an unseren Raumbereich. Ja, vielleicht können wir was voneinander lernen. Ach, das führt doch zu nichts. Moment. Migrationsabkommen-Einladung. Die Hifnarischen Menschen sollten nicht Gefangene sein in der Holy Hifnari Convent und weder unsere eigenen Leute beschränkt sein. Ja komm. Da stimmen wir einfach mal zu. Aber das wird uns höchstwahrscheinlich gar nichts bringen, denn wir sind gleich ja Vasall von irgendjemand anderem. Und wir verlieren das Dirum-System. Das gefällt mir mal gar nicht. Naja, meine Freunde, aber wie es dann weitergehen wird, erfahren wir dann leider erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.